Ja, und völlig unerwartet ist aus Bayern, damit machen wir jetzt weiter mit echten Typen, denen man auf den ersten Blick nicht ansieht, was sie sonst noch alles drauf haben und machen. Weil Bayern eben viel mehr ist als nur Bilderbuchlandschaften. Bayern, das Bilderbuchland. Manchmal einfach nur zu schön, um wahr zu sein. Doch die meisten Bücher über Bayern sind menschenleer. Das soll sich ändern. Karin Lochner hat sich mit dem Fotografen Peter von Felbert auf den Weg gemacht, die Heimat neu zu entdecken. Und dabei geht es mehr um die Menschen, die hier leben. Den Chiemgauer Christian Loferer beispielsweise, Hornist an der Bayerischen Staatsoper, der auch mit dem Alphorn bestens zurechtkommt. Bayerische Tradition, Brauchtum und Kulinarik. In Bayern fühlt sich der Gast einfach zu Hause. Und da ist die Autorin oder der Fotograf oder beziehungsweise das Autorenteam. Herzlich willkommen. Hallo, guten Abend. Dankeschön. Danke für die Einladung. Das sind ja schon, sag mal, Spannungsfelder zwischen dem, was Sie da in dieses Buch reingezaubert haben. Aber bei Ihnen selber ist auch ein gewisses Spannungsfeld. Das Spannungsfeld bei uns ist, dass bei der Karin eine Hütte was ganz anderes bedeutet hat in ihrer Jugend als bei mir. Nämlich bei mir war eine Hütte ein Stahlwerk, weil ich aus dem Ruhrgebiet komme. Ja. Und die Karin kommt aus einem kleinen bayerischen Dorf. Und wir haben natürlich eine völlig andere Wahrnehmung zunächst mal gehabt auf das Bayern vor allen Dingen. Also ich vor allen Dingen. Also für mich war Bayern am Anfang ein bisschen so Wunderland, weil wenn wir uns geprügelt haben, dann haben wir das nicht in Lederhose gemacht und nicht mit Blasmusik und nicht mit Fingerhaken, sondern auf der Straße. Und als ich das erste Mal gesehen habe, war das für mich schon was ganz anderes. Und für die Karin war es normal so. Das war der Widerspruch. Also ist das fast ein Kulturreiseführer? Ja, oder wie muss man sich das Buch vorstellen? Ja, das haben Sie jetzt schön ausgedrückt. Ja. Und wir haben uns das Bayern von Persönlichkeiten zeigen lassen. Also nicht jetzt Neuschwanstein, was ja in der ganzen Welt bekannt ist. Oder ja. So Typen halt, also wie er hier zum Beispiel, der Winzer. Genau, der wilde Winzer. Ja. Also es ist als Journalist oft, dass man irgendwo hinkommt und in 3 Tagen irgendwas erzählen muss, was andere viel besser wissen. Ja. Und ich glaube, der Unterschied ist, wir haben Bayern nicht zeigen wollen, sondern wir haben uns Bayern zeigen lassen von Leuten, die das kennen und die das leben. Und das ist vielleicht nochmal ein Unterschied, vor allen Dingen natürlich zu reinen Bildbänden, die jetzt nur Landschaften und Gebäude haben, weil die erzählen ja in dem Sinne keine Geschichten. Uns haben die Menschen ja Geschichten erzählt und wir haben auch mit ihnen welche erlebt und da sind irgendwie Freundschaften entstanden. Zum Beispiel, ich glaube, wir haben auch Bilder mit ihm zum Beispiel. Ja, genau. Oder ich trage eine Hose von jemandem, den wir auch fotografiert haben, weil wir uns so gerne mögen, von dem Florian Weidlich. Was macht ihn so besonders? Also außer, dass er sehr relaxed auf dem Kopf steht. Das kann die Karin gut erzählen. Also der Kilian Tränkle hat einen Yogastuhl erfunden, wo wirklich jeder den Kopfstand schaffen kann. Wobei er gar nicht wie Yogalehrer aussieht. Überhaupt nicht. Er ist ein Schellenschmied. Ja. Aber auch das hat er nicht gelernt. Er hat es von seinem Papa übernommen und in der 4. Generation wird in dieser wunderbaren Werkstatt werden Schellen geschmiedet. Schellen für die Kühe, die auf die Alpe gehen. Also im Allgäu sagt man Alpe, in Oberbayern sagt man ja Alm. Mhm. Man sieht ganz unten rechts im Bild eigentlich, weiß nicht, ob es jetzt Zuschauer sehen kann. Ganz unten rechts ein Riesending. Genau, die macht er eigentlich und dann ist es natürlich da auch auf dem Feuer links oben, ist es natürlich diese ganz archaische handwerkliche Tätigkeit, was krasser Widerspruch zu, oder nicht, ich würde nicht sagen Widerspruch, sondern eine Spannung zu dem fast ja esoterischen Yoga. Und das macht viele Persönlichkeiten aus. Und von diesen Menschen haben Sie ganz viele getroffen, ganz viele porträtiert, von Ihnen Bayern erzählen lassen. Zu Gast in Bayern, ich sag's Ihnen, das ist ein schweres Buch, ein schönes Buch, empfehlenswert. Vielen, vielen Dank für Ihren Besuch und